Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Autos mit Style. Heute haben wir hier wirklich ein sehr, sehr stilvolles und sehr, sehr cooles Auto vor der Kamera stehen. Eine Ikone, eine Legende, eine Toyota Supra. Und wir haben hier die MK5, die neueste Generation, mit dem 3 Liter B58 Turbomotor vor der Kamera stehen. Kurz zu der Supra. Da ich ja schon meinte, 3 Liter, wir haben hier 340 PS, 500 Newtonmeter und ich halte schon meine Hände auf die 8-Gang-Automatik. Das Auto gibt es auch als Handschalter mittlerweile, 6-Gang-Handschaltung, passt auch natürlich ganz gut zu diesem Auto. Und ja, zu dem Auto, ich bin das Auto ein paar Kilometer gefahren und ich kann euch sagen, das Auto ist einfach nur Hammer. Das Auto macht so einen Spaß, das Auto sieht nicht nur schön aus, sondern es fährt auch einfach sehr, sehr gut. Also es ist wirklich sowohl vom Aussehen einfach ein Eins mit Sternchen, als auch vom Fahren. Das Auto macht so einen Spaß. Es ist so ein tolles Fahren. Es klingt so gut. Es ist auch ein wirklich alltagstaugliches Auto. Ich bin jetzt zum Beispiel im Sportmodus, deswegen dreht das Auto die Gänge etwas höher aus. Und man kann beispielsweise auch einfach auch manuell umschalten und dann habe ich komplett die Kontrolle über die Gänge, wie bei einem Handschalter. Hier, aber wir fahren gerade auf einer sehr schlechten Straße und es ist wirklich nicht unangenehm. Das ist wirklich ganz gut. Zu den Sitzen, die sehen erstens sehr gut aus, zweitens sind sie sportlich und ideal für so ein sportliches Auto, um zum Beispiel durch Kurven zu fahren, und sie sind auch sehr angenehm. Also es ist wirklich nicht unangenehm oder zu hart und hier könnt ihr ein bisschen so den Klang hören. Ich kann euch dann auch mal so zeigen, wie das Auto so durchzieht und klingt. Das Auto hat wirklich einen mega Sound und eine richtig tolle Performance. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Auch das Lenkrad hält sich sehr, sehr gut in der Hand. Ist wirklich perfekt gemacht. Kann man wirklich sehr gut halten und damit kann man wirklich sehr schön Spaß haben mit der Supra. Bei dieser Supra haben wir auch ein Head-Up-Display, super ablesbar und ja, Tacho auch ganz cool gemacht. Wir haben hier einmal den Drehzahlmesser, links Geschwindigkeit und rechts Reichweite und dann halt so Anzeige wie Temperatur und Tankfüllstand. Ja, zum Thema Tank, der ist nicht so groß, aber es reicht aus. Und wenn man da effizient mit dem Auto fährt, sind 8 Liter beispielsweise möglich. Aber da man eher sportlich mit dem Supra fährt, hat man trotz dessen circa, sag ich mal, 350, 400 Kilometer mögliche Reichweite, je nachdem wie sportlich man fährt, wie sehr man das Gaspedal betätigt, aber es ist jetzt kein Auto, was unglaublich viel verbraucht, wie ein beispielsweise V8. Ja, zum Motor kann ich euch sagen, man sagt ja Twin Power Turbo, aber es ist kein Biturbo Motor, sondern es ist ein Twin Scroll Turbo, den wir hier haben. Und ich kann euch sagen, die Gasannahme ist wirklich sehr, sehr schön. Und was auch toll ist, ist, dass wir schon im niedrigen Drehzahlbereich wirklich Leistung haben. Schon so unter 2000 Umdrehungen hat das Auto richtig Drehmoment. Ich kann auch mal die Sportanzeige anmachen, dann kann man auch sehen, wie viel Leistung das Auto gerade leistet. Da haben wir die Sportanzeigen, passt wirklich ganz gut zu einer Supra. Ansonsten auch das Infotainment-System können wir per Touch steuern. Und auch per iDrive Controller, das ist sehr gut. Und ja, ich kann jetzt zum Beispiel mal bei 50 im fünften Gang, bei etwas über 1000 von Umdrehung aufs Gas gehen. Wie ihr seht, die haben direkt Drehung mit da. Direkt, und ich bin gerade bei etwas über 2000 Umdrehung. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist wirklich toll. Und das Auto braucht man auch gar nicht auszudrehen. Schon so bei 4000 Umdrehung. Das Auto ist so eine mega Performance und das Auto hat wirklich eine krasse Gasannahme, eine wirklich tolle Leistungsentfaltung auch. Es ist wirklich ein sehr tolles und spaßiges Fahren. Auch die Schaltvorgänge sind super. Wenn ich jetzt zum Beispiel so bei 40 ins Gas gehe oder machen wir es mal bei 30, da keiner hinter uns ist. Ich kann euch dann auch später noch mal ein bisschen zeigen.
richtig mega, das hört ihr. Und ich finde auch untenrum, wenn ich jetzt zum Beispiel im 4x50 ins Gas gehe, das Auto richtig gut. Es drückt einen in den Sitz, es ist einfach nur Hammer. Und ich fühle mich so extrem wohl in dem Auto. Beispielsweise jetzt fahren wir durch eine Kurve. Lenkung ist auch richtig toll. Es ist einfach nur mega gut. Ich mag das Auto so gern. Es macht einfach so einen Spaß. Es fährt sich so gut. Es ist einfach richtig nice. Es ist wirklich einfach nur Hammer. Es ist richtig toll. Und beispielsweise denkt man sich vielleicht 340 PS. Ich denke, das ist okay. Ist für heutzutage nicht so viel. Aber dieses Auto beschleunigt 4,3 Sekunden von 0 auf 100. Zum Thema Beschleunigung. Das Auto hat auch eine Launch Control, die auch richtig gut funktioniert. Da wir hier nur Heckantrieb haben, wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Stand losfahre oder einfach mal so aufs Gas gehe bei niedrigen Geschwindigkeiten, dreht das Auto schon stark durch. Aber bei der Launch Control funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also das Auto, zack, fährt einfach nach vorne, macht das wirklich sehr, sehr gut, gefällt mir. Ja, das ist wirklich richtig Hammer. Und bei dem B58 ist es auch so, das ist wirklich ein tuningfreundlicher Motor. Also die Motoren sind wirklich langlebig, robust und wirklich stabil. Und da kann man schon mit einer Softwareoptimierung einiges rausholen. Und hier zum Beispiel jetzt, ich bin im ganz niedrigen Drehzahlbereich, unter 2000 Umdrehungen. Das Auto klingt einfach so schön, so bassig, das gefällt mir so gut. Das mag ich wirklich gern. Und zum Thema Getriebe auch ganz schön, was mir auch gefällt, ist, dass das Drehzahlniveau sehr, sehr schön ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Autobahn 100 km/h fahre, bin ich da weit unter 2000 Umdrehungen. Und ich kann euch jetzt mal so zeigen, was ich meine mit dem bassigen Klang. Das klingt einfach so gut. Und sobald wir da auf 2000 Umdrehungen sind, dann schiebt das Auto los. Das ist wirklich einfach toll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt bei 70 kann ich einfach im 7. Gang fahren. Fahren wir nicht nur effizient, sondern auch sehr ruhig und gelassen und entspannt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fahren. Also mir gefällt die Supra wirklich gut. Und wie die meisten es ja wissen, Supra und BMW Z4 sind ja Geschwister. So, und ich persönlich würde, ohne nachzudenken, zu der Supra greifen. Nicht nur vom Exterieurdesign, sondern auch sonst ist die Supra einfach das coolere Auto, finde ich. Es macht einfach unglaublich Spaß. Ich mag das Auto nicht, sondern ich liebe es einfach nur. Und das schon nach kurzer Zeit hat mich das Auto einfach so sehr überzeugt. Das Auto fährt einfach unglaublich gut. Das Auto ist einfach perfekt. Toyota hat hier wirklich alles richtig gemacht. Das Design ist so schön gemacht. Die Front erinnert auch einen an die MK4. So von den Scheinwerfern her. Und das Heck ist so schön breit designt. Das Auto hat so eine schöne Haube. Es ist einfach wirklich einfach nur Hammer Design. Wir haben auch ein ganz schönes Rückfahrlicht, was so ein bisschen an Formel 1 erinnert. Und auch die Abgasanlage, das sind keine Fake-Bänder oder sonstiges, sondern richtig schöne Endrohre, einmal links und rechts, ein großes Endrohr. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und der Klang ist einfach nur unglaublich schön. Natürlich kann man da noch mehr rausholen aus dem Klang, wenn man dann eine andere Abgasanlage verbaut. Aber dafür, dass wir hier ein Auto aus Ende 2023 haben, ist der Klang einfach mega. Der ist richtig gut, das Auto klingt einfach richtig gut, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wir können dann auch gleich mal auf die Autobahn fahren, da kann ich euch mal so zeigen, wie das Auto so beschleunigt, wie das Auto so aus dem Stand beschleunigt. Wenn ich so zurückschalte, das klingt einfach unfassbar gut. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Auto und auch von der Preis-Leistung her ist das Auto eigentlich so einer der besten Sportwagen, die man so bekommt, finde ich. So, wenn man es jetzt beispielsweise mit einem normalen 911 Carrera vergleicht, sind das zwei Autos, die sehr spaßig sind, sehr schön sind, Ikonen sind, cool sind und auch sehr gut beschleunigen. Aber die Supra ist viel, viel günstiger. Viel, viel günstiger als ein 911 Carrera, der beispielsweise jetzt mit dem Facelift 394 PS leistet. 3er Boxermotor und ich finde die Supra klingt auch besser und ich mag sie einfach mehr. Ich mag sie einfach mehr als nur selber. Ja, auch so das gemütliche Fahren. Ich fahre jetzt zum Beispiel im Sportmodus. Den kann man auch einfach
ausschalten und dann fährt das Auto selbst einfach hier zum Beispiel auf etwas über 1000 Drehungen, 50 im sechsten Gang, jetzt im siebten Gang beispielsweise, ja, wirklich ein ruhiges, angenehmes Fahrverhalten. Es ist wirklich ein alleskönnendes Auto. Klar, natürlich, das Auto hat jetzt natürlich nur zwei Sitze, also sehr familientauglich ist es natürlich nicht, aber dafür, für was es gebaut ist, für sportliche Fahren, für den Nachfolger der MK4, ist das Auto einfach perfekt. Es ist einfach sehr, sehr toll. Und jetzt beispielsweise, das möchte ich natürlich nicht, aber das Auto hat sich leider abgeschaltet. Das Auto hat auch eine Startautomatik und auch so schöne Sachen wie eine Sitzheizung. Keyless Entry haben wir auch in dem Auto. Ja, jetzt so, wenn ich im Sportmodus bin, fährt das Auto sehr drehzahlarm. Aber trotz dessen sind wir zügig unterwegs. Siebter Gang, 1000 Drehungen. Rein, schalte das Auto wieder direkt zurück, tauche es ein bisschen anders aus. Das ist wirklich eine coole Sache, wenn ich dem Auto ein bisschen Gas gebe, das Auto Leistung aufbaut. Und da man vom Gas geht, typisch BMW, hat man dann so einen Rückzieher, fühlt sich natürlich sehr sportlich an. Sehr angenehmes und entspanntes Fahren, also es ist wirklich einfach, wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Fahren, da hat wirklich Toyota alles richtig gemacht, finde ich. Was ich euch auch erzählen wollte, ist, dass wer sich beispielsweise nicht für den 3 Liter entscheiden möchte, da gibt es auch den 2 Liter in der Supra, den B48 Motor, 400 Nm Drehmoment und 258 PS. Dann denkt man vielleicht, das ist nicht so viel Leistung. Ich bin das Auto nicht gefahren, aber die Fahrleistungen sind wirklich gut. Nur etwas über 5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist wirklich sportlich. Und man muss auch sagen, dass die Supra mit dem Vierzylinder wirklich sehr gut klingt. Also da kann man wirklich beispielsweise auch den 2 Liter Supra nehmen. Aber ich finde, dass das einfach perfekt passt, weil auch der Vorgänger war ein 3 Liter Sechszylinder. Deswegen, wenn man eine Supra kauft, dann kann man da ruhig den 3 Liter nehmen. So, wir haben hier eine Autobahnauffahrt und da kann ich euch ein bisschen zeigen, wie das Auto beschleunigt, durchzieht. Machen wir einfach aus dem zweiten Gang. Fahren wir ein bisschen langsamer, wir haben gleich 100. Ich gehe einmal aufs Gas, 3000 Drehungen. Wir sind direkt bei 100 und es ist einfach mega Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Man merkt auch direkt, dass es ein Heckantrieb ist. Auch wenn ich das ESP nicht ausgeschaltet habe, geht das Auto durch. Dritter Gang, es ist wirklich so ein toller Durchzug. Das gefällt mir auch wirklich gut, wie ich meinte, bei 4000 Drehungen. Ich gehe jetzt mal kurz unter 4000 Drehungen ins Gas rein. Da hat das Auto so eine Kraft, das drückt mir richtig in den Magen. Das ist wirklich Hammer. Das fühlt sich auch nach deutlich mehr als nur 500 Newtonmeter an. Wirklich sehr, sehr gut. Verkehrssicherheitsgönnung haben wir hier auch, funktioniert auch super. Wird mir aber hier und im Head-Up-Display angezeigt, wie schnell ich fahren darf. Es ist wirklich sehr, sehr spaßig, sehr, sehr schön. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Also ich habe die Zeit mit der Supra wirklich genossen. Es hat einfach so einen Spaß gemacht. Es ist wirklich so, von all den Autos, die ich jetzt so auf YouTube getestet habe, einer meiner Favorites und so auf den Top 3 von den ganzen Autos. Und wir dürfen
zum Beispiel auf der Autobahn, legt man den achten Gang ein, tausendfache Umdrehung, angenehm, ruhig, wirklich sehr teuer. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, mit dem Auto auch längere Strecken zu fahren. Und es ist wirklich einfach perfekt, es ist so ein Fahrerauto. Ich fühle mich echt extrem wohl im Auto. Ich sitze hier extrem gut im Auto. Es ist einfach wirklich sehr, sehr gut geworden. Also wirklich großes Lob an Toyota. Ihr habt wirklich alles richtig gemacht. Schön ist, dass wenn ich jetzt im Sportmodus bin, das war ich eben nicht, deswegen ist das Auto ausgegangen. Da wird einmal Start-Stop direkt ausgeschaltet, das finde ich sehr, sehr gut. Wenn man da sportlich fährt und der Turbo heiß ist und der Motor da ausgeht, das würde mir persönlich auch wehtun. Finde ich so am besten. So, Autobahnauffahrt. Kann ich mal ein bisschen zeigen, so Kurve. Verhalten Hammer. Sehr, sehr gut. So, wir machen mal kurz das ESP aus. Theoretisch muss das nicht sein und so weiter, aber einfach mal, um euch zu zeigen, was das Auto so kann. So. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da für dieses coole Auto. Schaut auf meinem Kanal vorbei und auch bei Instagram. Da lade ich coole Videos hoch. Da kommen auch Videos zu dieser Supra. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.